Der dicke Kontrolleur hatte recht. James meckerte schrecklich. Jetzt wird jeder denken, sagte Douglas, dass Donald den Unfall absichtlich hatte. Ich habe was Leuten gehört von einer Lokomotive und einigen Güterwagen mit Teer. Halt die Klappe, sagte James, das ist nicht komisch. Er wollte nicht an seinen eigenen Unfall erinnert werden. Tja, 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 sagte Douglas. Wirklich, James, das war's doch nicht. Du, erzähl mir das nicht. James erzählte nichts. Er schlich sich leise davon.